Hallo zusammen. Ich betreibe jetzt seit über 25 Jahren eine Regenwassernutzungsanlage und habe dort viel Erfahrung gesammelt, vieles auch probiert, was nicht funktioniert hat und vieles mit auch probiert, was funktioniert. Und ich dachte mir, ich nutze mal meinen Kanal, mit dem ich sonst immer nur Städteflugreisen veröffentliche, mal einfach, um euch so ein bisschen etwas da profitieren zu lassen. Also wenn ihr keine Lust mehr habt, eine Zisterne jedes Jahr von Schlamm zu befreien, wenn ihr keinen Bock habt, die Zisterne mit dem Hochdruckreiniger jedes Jahr sauber zu machen, wenn euch interessiert, wie man Regenwasser nutzen kann, das so sauber wird, dass ihr damit auch weiße Wäsche waschen könnt mit der Waschmaschine, und wenn ihr Interesse habt, wie man das automatisiert, dass man sich eigentlich um nichts mehr kümmern muss, egal ob mal nicht genug Wasser drin ist, auch wenn ihr im Urlaub seid, es wird automatisch nachgespeist, dann könnt ihr jetzt bestimmt ein paar Dinge mitnehmen. Ich werde eine ausführliche Videobeschreibung unten reinsetzen, sodass ihr zwischen den Themen zappen könnt. Wenn euch das eine oder andere nicht interessiert, dann geht einfach ein Stück weiter. Also wir beginnen erstmal damit, dass ich die Anlage vorstelle. Wir werden also einen Rundgang machen draußen, um zu zeigen, wie die Anlage aufgebaut ist, von wo sie Wasser bekommt, damit ihr erstmal einen Eindruck bekommt. So, ich zeige hier von außen erstmal das Haus. Es ist eine Doppelhaushälfte. Ihr seht die eine Seite hier, also das gesamte Dach, das Vordach, der Giebel, alles fließt über ein Drainagesystem in den Vorschacht. Auf der Vorderseite des Hauses habe ich die gesamte Doppelhaushälfte zur Verfügung. Mein Nachbar nutzt das Wasser nicht. Insofern geht das bei mir alles in den Vorschacht hinein und sammelt sich dort erstmal, um dann später weiter zu bearbeitet zu werden. Unter dem Carport befindet sich die Zisterne. Ich zeige euch hier mal ein Bild vor 26 Jahren, wie ich sie angeliefert bekommen habe. Das sind einfach drei Ringe. Unten ist das ein Boden mit einem Ring, dann kommt ein Ring und dann kommt nochmal ein Ring mit einem Deckel und dem Schachtdeckel praktisch. Das habe ich damals schon einbauen lassen. Man kann natürlich auch heute Kunststoffsachen bekommen und die selber einbauen, ohne großen Aufwand. Aber da wir neu gebaut hatten, hat sich das natürlich angeboten, das unter das Carport zu verstecken, Gänsefüßchen. Wir gehen mal von der Seite rein, um zu sehen, es geht eigentlich in diesen Vorschacht rein und der vor dem Carport ist, und dann wird es weitergeleitet in das Carport hinein. So, was uns zum ersten Thema führt, ist der Vorschacht. Aus meiner Sicht, ohne Vorschacht geht gar nichts, weil in dem Vorschacht wird praktisch alles gesammelt. Ihr seht jetzt hier, wie er aufgebaut ist. Man kann auch noch sehen, dass ich dort was gemauert hatte. Ich hatte früher mal versucht, mit so Schmutzgittern und eine Art Filtermatte dort fortzufiltern. Das funktioniert aber nicht, weil der Schmutz so fein ist, das setzt sich innerhalb von ein paar Tagen, setzt sich das einfach wieder zu. Oder ein paar Wochen. Also habe ich das rausgenommen. Beste Erfahrung habe ich gemacht mit diesem gelben Drainagerohr. Dieses gelbe Drainagerohr ummantelt mit Bast. Das hält erstmal alles ab, was an groben Dreck überhaupt reinkommt. Bei dem System, was ich euch nachher vorstelle, in der Zisterne, braucht man es eigentlich nicht, aber so könnt ihr mit diesem Vorschacht einfach den gesamten Dreck erstmal vorfiltern. Ich will es nicht verschweigen, dass man natürlich diese Zisterne einmal im Jahr sauber macht. Also die ist aber kein großer Aufwand, ihr müsst da nicht reinsteigen und nichts. Also ich habe so einen Nass-Trockensauger mir von Kärcher besorgt. Da ist so ein 2 Meter langes Saugrohr dran. Ich saug praktisch diesen Vorschacht erst leer und geht dann praktisch mit dem Sauger rein und der zieht sogar den Schlamm an. Ihr seht das auf der linken Seite hier, da ist es schön sauber. Und auf der rechten Seite seht ihr den Schlamm, der sich innerhalb von einem Jahr gebildet hat. Das ist alles dann nicht mehr in der Zisterne schon mal. Also kein Riesenaufwand, reicht auch alle 2 Jahre, aber man sollte ihn schon säubern. Und dann nehme ich auch das gelbe Drainagerohr raus mit dem Ummantelung und spritze das einfach mit dem Hochdrucksreiniger sauber. Das führt uns jetzt weiter dann in die Zisterne hinein. In der Zisterne seht ihr jetzt praktisch ein Rohr, was durchgezogen ist mit einem T-Stück. Das hat ein leichtes Gefälle von 5 Grad. Das heißt, hier geht das Wasser erstmal rein. Wenn die Zisterne voll ist, läuft es weiter rüber in den Auslass. Von da aus wird es dann praktisch im Garten versickert. Vorne an dem T-Stück, wenn es nicht voll ist, geht es natürlich erstmal runter und geht in einen Vorfilter. Auch da habe ich vieles früher probiert. Also in besten Zeiten habe ich teilweise 20 cm Schlamm an reinem Jahr aus dieser Zisterne rausgesaugt. Und das ist natürlich ein riesen
auffahrend dreckig. Man musste in die Zisterne rein. Also die ist 2,50 Meter breit und 3 Meter hoch. Das ist kein Vergnügen, da drin alles sauber zu machen. Und deshalb habe ich mir irgendwann gedacht, man wird ja auch nicht jünger. Wie kann man das verhindern? Und so bin ich auf diese Filteranlage gestoßen. Diese Filteranlage, ich blende den Namen mal ein, ist so gemacht, dass man dieses Filtergehäuse geliefert bekommt und zwei Säcke Sand und einen Sack Kohle. Und man muss praktisch das erst mit Wasser füllen. Also ist ziemlich leicht, man kann es einfach unten einbringen, diese Tonne, sage ich mal. Dann füllt man sie mit Wasser, da wird es natürlich auch schwer, ein bisschen Spülmittel rein und dann füllt man den Sand und die Kohle hinein. So, und das Regenwasser letztendlich muss jetzt durch diesen Sand und diese Kohle durch, praktisch wie in der Natur, geht dann unten in dieses Rohr, was oben als kleines Rohr wieder rauskommt und läuft über die Pumpe, weil die Pumpe ist nicht an, die ist ja aus jetzt erst im Moment, läuft über die Pumpe in dieses. Also ihr habt überhaupt keinen Dreck. Das ganze Dreck bleibt wirklich in diesem Filter drin. So, ihr fragt euch natürlich wahrscheinlich auch, irgendwann sitzt der natürlich auch mal zu. Es ist ganz einfach, wenn die Zisterne gut gefüllt ist, mache ich einmal im Monat für eine Minute die Pumpe an oder 2 Minuten und spüle praktisch das Wasser aus der Zisterne rückwärts wieder durch diesen Filter und dadurch reinigt sie den Filter. Praktisch der ganze Filter wird gespült und das dreckige Wasser geht oben über den Ablauf raus. Ja, und deshalb ist natürlich auch wichtig der Vorschacht, weil ihr habt da nicht mehr ganz so viel Dreck drin. Wenn man das ohne Vorschacht betreibt, sitzt bei Zeiten wahrscheinlich auch der Überlauf zu. Also ihr könnt das immer spülen, einmal im Monat. Das ist nicht viel, was da rausgeht am Wasser. Und dann ist der Filter immer schön sauber. So, wie gesagt, Zisterne geht weiter. Dann habe ich hier noch, wie ihr seht, zwei Schwimmer eingebaut. Der untere Schwimmer ist der Trockenschutz. Also sobald zu wenig mal drin wäre, wenn die Automatik nicht funktioniert, die ich euch nachher noch vorstelle, dann schaltet dieser untere Schwimmer die Hauspumpe ab, den Strom dafür, damit sie nicht trocken läuft. Der obere Schwimmer Ist für den Zulauf. Also sobald hier das Wasser angekommen ist, der Wasserspiegel, ist sie nicht mehr viel drin, aber noch so viel drin, dass der Ansaugrüffel nicht auf den Boden kommt. Weil das wäre natürlich auch nicht gut, weil am Boden liegt natürlich schon mit der Zeit ein bisschen was. Aber ich zeige euch nachher, es ist nicht sehr viel, was da noch drin ist. Aber damit es nicht bis ganz runter kommt, ist der so hoch angebracht, dass man so ungefähr 800 Liter noch drin hat. Also ich sage mal so 20 Zentimeter. Und dann springt erst die Nachspeisung durch das Stadtwasser an. So, natürlich auch noch mal was kurz zu dem Ansaugrüffel. Da macht man einen Ballon dran, damit der Ansaugrüffel nicht mehr als 20 cm an den Boden kommt. Weil wenn am Boden was ist, wie ich vorhin schon sagte, ist das natürlich nicht gut, wenn das dann über die Pumpe, über die Hauspumpe angesaugt wird. So, wir gehen dann weiter nach oben an den Deckel der Zisterne. Da seht ihr jetzt den Einlauf für die Nachspeisung. Also wenn mal nicht genügend Wasser drin ist, geht über diese Leitung praktisch das Wasser in die Zisterne. Wie, das zeige ich jetzt gleich noch. Ich hatte früher diesen Stutzen bis runter gemacht und dann unten praktisch mit dem Bogen reinlaufen lassen, damit das nicht so da reinspritzt. Aber ich habe gemerkt, wenn man das von oben mal reinlaufen lässt, kriegt das Wasser mehr Sauerstoff und dadurch ist das auch gut und kippt nicht so schnell um. Ich habe es noch nie umgekippt gehabt, aber so bisschen Sauerstoff ist nicht verkehrt, wenn das in die Zisterne reinkommt. Und sie ist ja sehr kalt, ist unterm Boden, also von daher, selbst wenn es ganz warm ist, wie jetzt, dieses Jahr war es ja sehr warm, 22, ist mit dem Wasser nichts passiert. Man sieht jetzt, dass die Leitung oben rauskommt. Jetzt gehen wir mal nach oben und dann zeige ich nochmal, wie ich die Einspeisung gelöst habe, weil das ist ein bisschen tricky gewesen. Es gibt ja ein Gesetz, dass man das Stadtwasser nicht in Berührung bringen darf mit der Zisternenwasser und wie ich das gelöst habe, zeige ich euch jetzt in dem kleinen Video von draußen. So, hier seht ihr jetzt das System zur Nachspeisung, wenn nicht genügend Wasser in der Zisterne ist. Da habe ich viele Dinge probiert. Wichtig ist, man darf auf keinen Fall das Stadtwasser, was hier oben jetzt gleich ankommt, in Berührung mit dem Zisternenwasser bekommen, weil dort gibt es auch gesetzliche Bestimmungen, das ist verboten, weil kontaminiert man sonst auch durch Bakterien und so sein Hausleiter.
Also ihr seht hier den Abstand, ihr seht auch hier die ganze Tülle. In dem Rohr geht das hier durch, das verjüngt sich unten und geht dann in die Zisterne. Ich mache jetzt mal das Stadtwasser an, dass ihr das seht. So, ihr seht, dass da ganz viel rauskommt. Ja, ich mache es mal wieder aus. Man kann hier oben, deshalb habe ich hier einen Wasserhahn angebracht, der aber gar nicht, den ich jetzt gar nicht mehr nutze, den habe ich so eingestellt, dass hier zwar genügend Wasser rauskommt, aber nicht so viel, dass es überläuft. Am Anfang, als er auch voll auf war, ist er praktisch schon übergelaufen. Jetzt läuft er so bis zur Hälfte, hat genügend Druck und kommt dann gar nicht bis oben hin. Ja, also das Wasser geht runter in die Zisterne, hier kann ich schön steuern und unten mit dem Magnetventil, das zeige ich nachher im letzten Teil nochmal, wie es unten aufgebaut ist im Keller, öffnet sich das Ventil, sobald der Schwimmer halt meldet, es ist nicht genug Wasser in der Zisterne. Soweit zu dem System. Wen das mal interessiert, ich mache das mit der Homatik, da kann man alle Aktionen und alle Stecker und alles Mögliche im Haus praktisch vom Tablet aus und von dem Handy aus steuern. Okay, jetzt aber ein anderes Thema. Ich habe euch zum Schluss ja auch noch versprochen, dass wir kurz nochmal in die Zisterne reingucken. Ich habe den Filter jetzt seit knapp 4 Jahren und das sieht jetzt hier zwar ein bisschen dunkel und grün aus, ist aber in Wirklichkeit ganz glasklar. Ich kann es halt nur mit der Taschenlampe gerade beleuchten, weil die Zisterne ist bis oben voll. Aber ihr könnt unten sehen, am Grund befindet sich kein Schlamm mehr. Auch an den beiden Schwimmern sieht man ja rechts unten diese silbernen Winkel. Da würde man jetzt sofort direkt drauf sehen, wenn da irgendwas ist. Also die Zisterne ist wirklich glasklar und ich kann euch hier nochmal einen kleinen Ausschnitt aus der Toilette gesehen. Das ist Toilettenspülung und ihr seht, wie glasklar das Wasser hier in der Toilette ist. Also wie gesagt, wir nehmen es für die Waschmaschine und auch für weiße Wäsche und alles andere. Also da hat sich dieses System schon gelohnt. So, kommen wir zum letzten Punkt. Das ist, wie es im Keller bei uns aussieht, wie die Rohre verlegt sind und die Einspeisung läuft und die Wasserrohren und dergleichen. Da steckt auch nochmal ein Stückchen Know-how drin und ist vielleicht gar nicht verkehrt für einen, der sich jetzt neu damit auseinandersetzt. Wir beginnen erstmal mit dem Kasten, wo die Pumpe drin ist. Also ich habe eine sehr starke Gardena-Pumpe. Die ganzen technischen Werte mache ich in meine Videobeschreibung rein, was für eine Pumpe. Die ist deshalb so stark, weil sie natürlich, man sieht es jetzt gleich beim ersten Punkt, dass ich eine Regenwasseranlage noch habe, also eine Sprinkleranlage für den Rasen und für die Beete. Und da muss schon eine ordentliche Leitung mit Druck dabei sein. Deshalb habe ich die große Pumpe genommen. Die Pumpen sind generell nicht ganz leise. Deshalb komme ich gleich auch noch mal ein bisschen auf die Erfahrungswerte, was das Dämmen anbelangt. Wichtig ist natürlich, wenn man diese Einspeisung hier hat, dass man an jedem der Ventile, hier ist hinten noch ein Ventil, was man jetzt nicht sieht, an jedem der Ventile auch einen Auslauf hat, weil das ist der tiefste Punkt, der ist etwas in der Höhe von der Zisterne. Also wenn man jetzt im Winter zum Beispiel die Gartenbewässerung leer machen möchte, dreht man einfach nur ja den Wasserhahn auf und dann läuft das Wasser automatisch durch so einen extra Auslauf raus. Das grobe Wasser ist dann weg und den Rest macht man dann nur noch mit Druckluft. Aber generell einen Auslass hinter jedem Ventil zu haben, ist nicht verkehrt. Dann kommt die Akustik, was wir vorhin schon mal sagten, also der ganze Schacht, der ganze Kasten ist gedämmt mit Schallmatten. Das sind so Akustikmatten, die so Nöppel haben. Und der obere Teil, den ihr seht, der Deckel praktisch dieses Kastens ist auch mit einem Spezialmaterial, das ist praktisch Pappe und in der Pappe ist Sand. Also da geht überhaupt kein Schall durch, das kriegt man im Baumarkt. Ne? Pappe mit Narben innen drin und in diesen Narben ist Sand. Und ich habe diesen ganzen Kasten oben vom Deckel und hier vorne vom Eingang. So sieht man, ich mache mal ein extra Bild, hier sieht man, dass der ist komplett zu. Und da sind richtig schwere Pappen sind das. Ja, und dann geht da auch kaum noch etwas an Schall raus. Also wenn man das jetzt im eigenen Haus hat, kann es ja auch nervig sein, wenn da eine Stunde eine Gartenbewässerung mal läuft und immer die Pumpe läuft. Bei den Toiletten macht das nicht ganz so viel, das geht ja dann so ziemlich kurz. Ich habe noch einen kleinen Schalter gegen Überhitzung, also sollte es mal zu warm werden, unterbricht das den Strom und an diesem Stecker, da ist natürlich auch der Schwimmer befestigt. Also wenn der Trockenschutz, dieser rote, unten auslöst, dass praktisch die Zisterne ganz leer ist und die Nachspeisung nicht funktioniert hat, was ich noch nicht hatte, dann würde er an der Stelle den Strom von der Pumpe auch unterbrechen.
jetzt mal die Verrohre im oberen Teil. Das sieht jetzt sehr wild aus, also kein Problem. Aber ich zeige euch ganz kurz, was da die wichtigen Dinge sind. Also zunächst seht man hier die Einspeisung. Da kommt praktisch das große Rohr aus der Zisterne heraus. Wichtig ist, dass man sich auf jeden Fall unterhalb der Einspeisung auch einen Sperrhahn einsetzt. Warum ist das wichtig? Weil wenn ihr unten an der Pumpe mal den Filter wechseln wollt, habt ihr keine Möglichkeit sonst, den Druck aus der Zisterne, wenn die voll ist, zu sperren. Also ich kann dann den Sperrhahn zudrehen und kann einfach die Pumpe den Filter rausnehmen und dann mache ich es wieder auf und das komme ich auf jeden Fall viel besser dran, als wenn ich keinen Sperrhahn hätte. Das nächste ist das Nachspeisesystem. Das besteht aus mehreren Teilen. Also wir fangen mal an mit der Wasserleitung. Da kommt das Stadtwasser an. Dann habe ich auf jeden Fall da noch eine Steckdose, wo der Schwimmer dran ist. Also in dem Moment, wenn jetzt der Schwimmer sagt, ich brauche Wasser, ich habe zu wenig in der Zisterne, wird die Steckdose durchgeschaltet. Dann kommt als nächstes die Wasseruhr, die Stadtwasseruhr. Die ist auch sehr wichtig, weil die Stadtwasseruhr, wenn ich jetzt einspeise und gleichzeitig später wieder Toilette benutze, dann würde ich ja zweimal Abwassergebühren zahlen. Und diesen Wert, der da verbraucht wird beim Einspeisen und auch für die Gartenbewässerung zum Beispiel, den ziehe ich nachher, melde ich der Stadt und die zieht mir dafür dann die Wassergebühren ab. Ja, das ist auch ganz wichtig, dass man da schon mal eine Uhr hat. Dann haben wir das Magnetventil, das ist auch wieder geschaltet, natürlich oben mit dem Schwimmer. Der löst dann elektrisch die, macht die Leitung dann auf, so lange bis der Schwimmer wieder hoch ist und dann den Stromkreis wieder schließt. Und dann geht die Leitung hoch in die Zisterne unter den Deckel, was ihr vorhin gesehen habt. Hier ist der Zulauf für WC und Waschmaschine. Und natürlich ist da auch wieder eine Abwasseruhr drin, weil auch da wird gemessen. Dafür muss ich natürlich Abwassergebühren zahlen. Also wenn ich die Toilettenspülung und die Waschmaschine nutze, fallen da nochmal extra Gebühren an. Einmal ist hier der Zulauf für den Wasserhahn im Garten, aber auch das große Rohr für die Sprengleranlage für den Gartenbereich. Rechts sehen wir dann noch so eine Zeitschaltuhr. Wenn ihr genau hinguckt, seht ihr so ein loses Kabel dort. Und da liegt der Stecker auf dem Magnetventil lose drauf. Also ich hatte das früher mit der Zeitschaltuhr gemacht, dass der alle einmal im Monat spült, damit der Filter leer wird. Hatte ich ja vorhin schon gesagt. Mittlerweile mache ich so, je nachdem wie der Regen fällt. Also wenn viel Regen fällt, das kann natürlich zweimal im Monat sein, das kann aber auch nur alle 6 Wochen sein. Also wenn es mal länger geregnet hat, mache ich danach eine Spülung. Also mache das nicht mehr monatlich einfach so im festen Rhythmus, sondern mache das mehr intuitiv. Und zum Schluss noch eine Füllstandsanzeige. Also ich habe 2 Füllstandsanzeigen. Einmal so eine mit so einem Taster. Da ist praktisch ein Rohr in der Zisterne mit Kontakten. Und ich habe aber auch eine über die Homatik, wo ich dann ablesen kann, wie viel ich an Liter in der Zisterne habe. Ist einfach mal interessant, dann kann man überlegen, will ich den Rasen noch sprengen oder nutze ich das Wasser lieber für die Waschmaschine und die Toilette. So, das waren die 4 Punkte. Ich hoffe, es war für euch was dabei. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie ruhig in die Kommentare rein. Gebt mir aber ein bisschen Zeit bei der Antwort, weil ich natürlich nicht immer am PC sitze, je nachdem, wie auch das Wetter ist. Ich werde euch aber auf jeden Fall antworten. Und wenn es euch gefallen hat, wäre schön, dass ihr mir ein Like gebt, weil ich würde mich darüber sehr freuen. Ich habe hier sicherlich auch Werbung für die Filter gemacht, aber ich werde dafür jetzt nicht bezahlt. Ich habe einfach gedacht, das ist eine gute Sache und ich werde euch das nochmal auf diesem Wege übermitteln. Also, schön, dass ihr dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal.